ich auch mal den Titel nicht drin. Hab ich gehört, glaube ich. Da hängt der in der Wand fest, ne? Ja. Oh, Tilo, bist du Pfeife. Das bestimmt irgendwie. Wenn du aggressiv stellst, könnte es funktionieren. Aber. Ja, wir kommen ja leider nicht ran, Hawken. Ja. Da oben ist noch ein Artefakt, ne? Kann das sein? Nee, das ist das Artefakt. Das ist wieder gespawnt. Okay, cool. Scheiße, dass wir nicht zielen können. Elenden Festbeutel. Du mal, bist du schon draußen? Ja, ich war draußen. Ich bin aber mittlerweile wieder hier drin. Nein, Speedy. Was denn? Jetzt kommt der andere Dilo hin, ne? Vielleicht haben wir ja Schwein. Setz mal den Dilo, der am Wasser ist, ne? Der da jetzt gerade hinterherläuft. Auf aggressiv. Wir sind alle Peter da hinten, ich glaube nicht. Guck mal, ich komm zu dir. Ich seh den doch nicht, wieso kann ich den denn nicht anwählen? Okay, oder auch nicht. Du bist da. Du bist da, ja. Ja, da hängt ein Felsen fest. Was für eine Scheiße ist das denn jetzt? Oh Leute, da haben wir die Höhle geschafft. Jetzt hängt die Illusion. Guck mir diese Scheiße an, komm einfach her, du Mistviech. Aber einer nach dem anderen, bitte. Oh Gott. Ich sagte einer nach dem anderen, nicht alle drei auf einmal, bitte. Tja. Hallo. Ich kläre euch auch wieder alle nur mit einer Axt, ist mir egal. Jetzt bin ich immer mit dem Stück weg. Ei. Was könnte er knicken? Aua. 47. Und das nacke ich. Bist du weg mit dem, ja? Mhm. Okay. Ich pfeife jetzt, dann kannst du in deiner Will zu mir rennen. Warte mal. Ich müsste halt immer ins Wasser springen. Wenn ich ins Wasser springe. Okay. Pass auf, ich versuche es. Könnt ihr noch tragen, Zeug tragen? Ja. Okay. Du was? Sowieso fast du, jetzt pass auf. Ich bin tot. Warum? Gleich. Bist du irgendwo oder was? Jetzt Bären. Natürlich keine Bären dabei. Alter, ich bin gleich ohnmächtig und tot. Wo bist denn du? Okay, mal gehen erstmal da raus. Ich bin dann auf dem Hochweg, auf dem Weg nach oben. Ich habe euch jetzt alles freigemacht. Oh, scheiße. Die Lücke. Wir gehen erstmal raus. Ja, Puma, ich bin bei deinem 47er. Oh, cool. Und ohnmächtig. Ah, ich glaube, ich sehe das Mist hier. Und fast tot. Dilo, komm jetzt, ja. Oh, ich krieg die Krise. Ja, komm doch mal, ist doch nicht so schwer, hier lang zu laufen. Komm. Ah, das ist traurig, den zurückzulassen, aber ich krieg ihn alle nicht losgepackt. Ich wollte jetzt ins Wasser springen. Alles ablegen und ins Wasser springen. Tame White 9. Okay. Oh Gott, ja, ich glaube, irgendwas trägt mich. Warte, Dilo, bis ich komme. Dilo, sorry, Speedy. Dilo, geht's danke, auch mal. Danke, Puma. Okay, ich komm da. Ich weiß nicht, ob ich es überlebt bist draußen, aber. Oh, na, warte, erstmal von hier. Ist bei einem Bogen, ja. Ja. Tja. Wo ist die Leo? Schnappst du dir? Lass mich raus hier, ey. Ich brauch gebratenes Fleisch, unbedingt. Ist sie weg? Hey, wo willst du hin? Komm da oben runter. Ja. Nee, ist nicht. Hey. Sperrst. Vorsicht, Puma. Schlange. Kaputt. Ich weiß, ich hab's im Auge. Was ist hier das mit dem Attack Your Target? Der Mist, den. Ah, jetzt. Okay, los. Was macht die denn, Jo? Dilo, alles cool. Entschuldigung, kurz hier. Bären. Und hier, Narkoberry, wenn ihr drei Stück davon futtert, heilen die euch auch hoch. Ja? Ja. Cool. Nicht viel, aber etwas. Okay, danke.
zu. Na dann. Zurückgehen oder raus? Raus. Raus. Ich hab raus und sagst, jetzt wir von deinem Kammer versuchen und den. Dann geh schon mal rein. Aber nackig? Ja. Auf jeden Fall nackig. Aber ich denke, das. Da hängt so blöd im Felsen fest, da hat sich so festgepackt, normal ist, muss das Wasser springen. Auf die Fresse, du Arsch! Und dann hoffen, dass er sich losreißt, aber die Wahrscheinlichkeit ist. Lange von oben! Dilo, du schaffst das, ne? Boah, ey, warum hat denn da ständig Hunger? Das gibt's doch gar nicht. Dilo, komm. Guter Starkste hat, den haben wir noch. Normalerweise ertrinken die ja im Wasser, ne? Das wundert mich halt gerade ein bisschen. Oh fuck, Schlange. Deswegen, ich glaube, der ist im Stein festgebackt. Ja, da hängt mit dem Gesicht und mit dem Arsch im Stein quasi quer. Ich habe auch von irgendjemandem oder auch von irgendeinem Vieh was eingesammelt. Schlange. Dilo, ich möchte raus, komm jetzt. Mach jetzt hier keine Wellen. Jetzt geht's. Ahem. Geh raus, ich hol ihn. Geil, wir haben die Höhle geschafft, Leute. Das war noch. Raven Cloud, was machst du mit was macht der an der Höhle? Ihr habt doch vorhin gerufen, die Tiere. Ach, scheiße, ja. Nee, komm, du kannst es nicht abkratzen. Komm. Raus aus der Höhle, mach keinen Mist. Sehr schön. Los, komm, Hilo Bert. Komm her. Wir sollten vielleicht mal hier so einen Hammerschädel mit reinnehmen. Ja. Oder ein Raptor, wie in dem Daisy mit rein. Warte mal, ich muss das mal U trinken. Prima, sorry. Okay. Los, komm, Kleiner. Sehr geil. So, wie lange geschafft, Leute. War nicht ganz so einfach. Scheint jetzt Artefakt gefunden. Nehme ich mit zurück oder was? Weil ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ja. Ja, bitte. Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Wenn wir Johann Chetin, alles was rausgeholt wurde, kannst du gerne mitnehmen, wenn wir sowas. Ja, hab ich, sind 114. Sag ey. Dann, ich hab auch noch 9. Dann pack das alles rein, nimm's mit. Packst du denn sich Smurfy? Alter, hab mir 4 rohes Fleisch. Oh ja. Okay, warte, ich hab auch noch ein bisschen Chetin. Ja, macht immer mal mit der Ruhe. Das aber, hab's reingetan. Ist eigentlich diese Waffe, ne? Die M16 Dingsbums. Ist das eine Schnellfeuerwaffe? Eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, das fragst du mich. Du brauchst also schon ordentlich Munition. Ne? Ja, hab ich noch was zu tun. Schön. Meine 2 Waschaufbeutel. Sehr schön. Fleisch. Ich hatte auch einen Bogen, genau, den Bogen, den ich hier reingelegt habe, den nehme ich mit. Ich hab Kartoffeln, ich hab Laukopulver hab ich sogar noch. Oh, was essen, ja, krieg ich auch. Oh. Kannst du live streamen. Gut. Was lachst du da? Guck mal. Was? Mhm. Was? Ja. Wer wirft denn hier immer das Spoiled Meat weg? Ich nicht. Willst du mit dem T-Rex reiten, Shandy? Ja, logischerweise, ne? Ja, klar. Angelina, ne? Ja. Okay, da ist ja schon ein Chitin drin und meine Pump Action. Die andere Waffe weiß ich nicht, ob ihr die abgeben wollt. Ich hab keine Waffe mehr zum Abgeben. Ja. Ja, es sind noch 2 Longneck Rifles, ne? Da sind noch 2, im Schrank. Ja. Und meine Lichtlampe, die kann man gebrauchen. 16. Das A. Hast du gut gemacht, Dilo. Sag ey. Das Sword Rifle. So cool, wenn du beim T-Rex ans Knie gehst. Da geht er einfach durch. Okay, da Knie. Ist bei dir, ist es nur noch zu fressen? Die ist auch genug. Ja, siehst du, läuft. Läuft doch gut, so. So, dann gehe ich jetzt gleich wieder rein. Ja? Ja. Möchtest du noch etwas formen? Wollten vorgekriegt. Keine Ahnung, was hattet ihr denn sonst noch vor? Neue Höhle suchen? Erkunden? T-Rex-Themen? Den Vogel, den Dings holen, ja. Ja, da war ich auch dafür, aber da muss ich erst alles. Ne, obwohl ich hab ja klamottenmäßig nichts mit, was. Wen wollt ihr holen? Was? Den Vogel. Den Dilo. Ach so, da ist noch einer unten drin, oder was? Mhm.
So, soll ich noch irgendwas mitnehmen? Nö. Wenn du willst, kannst du das Mammut da draußen noch killen. Welches Level hat das? Mammut könnte man tamen, das wäre auch eine Nummer. Das wollte ich gerade fragen, welches Level hat denn das? Weil wir brauchen ja noch eins. Das kann ich ja machen. Das ist viel Spaß. Achso, welches Level willst du wissen? Weiß nicht, ich muss gucken. Level 9. Aber hallo. Also wenn ihr Bock habt, nicht kein Problem damit, würde ich es gerne noch machen. Ja, wartet, dann müssen wir erst die Tiere auf Passiv stellen. Ja, alle. Das wäre gut. Macht da mal jemand mit, bitte. Ich muss mal schnell was reparieren. Also zwei Tiere sind auf Passiv. Die Tierwechsel sind auf Passiv. Da müssen wir mal Vogel schaffen, ist nicht. Alles ist mir wie. Nee, der Vogel ist nicht auf Passiv. Wahrscheinlich, ich gebe doch mal meine Axt mit. Wir haben gar keine Betäubungspfeile mehr. Ja, da sind noch welche drin. Ach, drei habe ich. Ja, ich habe keine. Gut, dann bist du derjenige, der betäubt. So, ich denke mal meine Spezialaxt. Ach, geil. Es fehlt ein Vogel. Welcher? Ja, da steht hinterm Haus. Ja, Ravenclaw Junior muss auch erst noch auf Passiv wartet. Ja, warte. Oh cool, vor allem schwarzes Mammut, geil. So, du bist unser Freund hier, du wirst dann... So, alle auf Passiv. Jep. Kann ich? Geht aber nicht in das Haus in Deckung, ne? Nee, ich gehe weit genug weg. Könnt ihr leider nicht helfen, weil ich hab nichts. Ich hab keine Fleisch. Ich hab auch nichts. Wir können aber schnell Wischen machen. Wir können euch anfeuern. Okay, zurück. Speedy, T-Rex, könntest du vielleicht mal deinen großen Fuß von der Tür wegnehmen? Das war echt ne Gedanke. Wir haben noch Narko. Oh, sind schwer. Die Mate boostet. Also Great King, du hast gesehen, kannst du das Spiel jetzt wieder ganz ruhig kaufen. Alles safe. Einrichtung ist noch ganz. Von hinten Skorpion. Ah! Das ist ein Skorpion. Oh Gott, hier. Verdammt mal. Genau, das Drecks Mammut auch noch mit. Okay. Aber wenn er jetzt das Mammut klopft sich gerade gegen Skorpion, der hilft mit. Ja, ich bin da schon mal eingeschlafen. Ich habe keine Pfeile. Vielleicht betreibt der Skorpion das Mammut, ja. Das meine ich ja. Das war ja gut. Wenn der Speedy, ich weiß nicht, wie der ist, das wird schon Bogen rausnehmen. Ich liege oben auf den Felsen. Okay, das Mammut hat den Skorpion gekillt. Das ist gut, dann ist es geschwächt. Das war jetzt doch so krass, wenn es jetzt umfällt, oder? So viel Schwein können wir gar nicht haben eigentlich. Speedy? Oh, komm, weg auf, Holger, weg auf. Bist du? Du hast den Pfeil. Da läuft sie so langsam. Ich sehe dich nicht. Felsen, ich sehe dich auch nicht. Wo das Mammut gerade, der den Skorpion gekillt hat, und drauf auf dem Felsen bei dem Baum. Da guck ich doch gerade, da bist du nicht. Nee, ich bin gleich wieder da. Bei dem Baum? Speedy! Warte. Okay. Ah, da oben ist er. Ja, okay, bin da. Alle suchen sie Speedy. Geht T-Rex weg. Ah. Komm her. Ja, du bist schon drauf, na gut. Sorry, ich will da mal T-Rex rein. Was bringt eigentlich das Brüllen? Die Viecher gehen dir aus dem Weg. Quasi die moderne Hube, Leute. Ja. Vor allem ist hier ein zweisitziger Sattel drauf. Naja, gut. Okay, liegt. Sauber. Geil. Und wer sammelt jetzt die Bären ein? Die Bären haben wir doch schon da. Ja, habt ihr den Nogopuff schon reingesteckt? Ja. Das ist einfach nur ein Traum. Achso, die Bären meinst du? Achso, ja. Hat jemand Bären? Ja. Ach, das ist aber wieder grandios mit euch. 43 sind auch mit drin. Müssen wir natürlich bloß beten und hoffen, dass der nicht angegriffen wird. Hab ich noch Bären zum Zusteuern? Nee, laut nicht. Bären. Boah, nein, sie sind weg. Scheiße. Aufgefressen. So, Mammut Level 9. Dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Jetzt wäre es toll, wenn ich mit Brutus hier oben wäre. ja. Und ich mit Trixie. Fliegt mal einer schnell zurück bei uns in den Beeten. Die sind voll mit Bären. Mach ich. Wenn er das so lange schafft. Ja, schafft er. Ich habe noch ein paar Karotten. Leute, kann doch mal zuschauen, wie ich jetzt hier eine Runde durch die Gegend fliege. Donner, schaust du noch zu? Okay, dann zeige ich dir jetzt mal im Livestream die Stelle quasi. Ach was, die schaut nicht zu, die liegt da gerade auf ihrem Fernsehsessel, hat die Augen zu und sagt nur, schläft nebenher. Völlig okay. Mann, verrat doch nicht mal alles, Puma. Mensch. Ja, einer muss es ja verraten. Mal Spielverderber, ne? Ja, also wirklich. Ja.
Ja, was? Ich schub's ja auch kleine, unschuldige Igel in Pfützen, also von daher. Ja, ja. Ach, du bist das. Ja, ja, er ist das. Unschuldiger Igel im Pfützenschubser, hä? Ja. Da bin ich stolz drauf. Das glaube ich ja. Aua, lachen tut weh. Aua. Ich bin mal ganz kurz AFK. Alles Clay. AFK. Ja. Sei es AFK, muss ich mal sicher. Sei es JFK. Ich bin mal kurz JFK. Mann, die Jugend, Leute, die Jugend. Mann, Mann, Mann. Haben verdammt zu reden. Ich wollte gerade an dem vorbeirennen, weil ich dachte, es sei ein Stein. So, wir müssen jetzt gleich irgendwo kommen. So, paar Bärchen, paar Lieblingsbärchen, jo. Noch mehr Bärchen. Jo, ist es. Denk dran, wir haben Verzögerung, Bad Fitch. Ja. Aber sei Gold, das siehst du dann noch hinein. Ich versuch's mal großflächig zu zeigen. Hast du ja eine Mission in den schönen Fluss? Dann kommt ja ein Wasserfall. Der erste von zweien. Da kannst du entweder unten bauen, das finde ich eigentlich ganz cool. Oh. Ja. Ah! Die Koordinaten davon wären ganz gut. Hilfe. Das müsste jetzt absteigen, das aber hier nicht. Weil da kenne ich mich noch nicht aus, wo hier bist du denn, Puma? Ja, ist halt so ein Riesensee, siehst du das? Also wenn du es dann siehst, das ist cool. Ja, und da kommt ja vorne nochmal ein Wasserfall. Mhm. Ist eigentlich eine richtig coole Stelle, wenn du das ein bisschen ausbaust, hast halt. Seh dich nicht. So. Das ist ganz geil. So, jetzt aber ab nach Hause. Wow, da ist, steht ein Kanu. Ach nee, im Ernst. Da bin ich wie gerade fast hier gerannt. Da lacht euer T-Rex drüber. Ja, aber die Koordinaten kann ich schon mal noch geben irgendwann. Ist ja jetzt nur kurz schlecht. Die Koordinaten kann ich dir geben, Tana. Und zwar jetzt auf der Stelle. Von dem See? Meinst du das, wo ich dir das letzte Mal. Ja, wo du meinen Arsch gerettet hast, ganz genau. Genau. Ja, ich weiß nämlich, wo der ist. Der ist auf. Warte, ich gucke. So. Und ist das ist so an der Koordinate ab 40 aufwärts. So 40, also die runter geht 40 und unten die 30. Genau bei dem Kreuz da ungefähr. Ach, du. Ich guck mal. Karte. Ja, super, ich stehe genau in der Sonne. So. Das ist zum Geil aus, Junge. 40, 30. Das ist fast direkt neben dem Vulkan. Das ist doch Udin, das ist doch Joule, oder? Ach, Klar. Da oben die Wasserstelle. Oh, das ist ja geil, da kann ich ja zwischenlanden. Besser geht's ja eigentlich nicht jetzt gerade. Komischerweise, ich habe nicht gespielt seit letztem Mal. Meine Karte ist aufgedeckt, ne? Also, das gilt doch für alle. Ja, dann ist es jetzt aber neu. Also, bei mir war das immer nicht bei euch. Hm. Nee, das kann auch nicht sein, weil, also, ich weiß, dass ich das, was ich bei meiner Karte sehe, selber aufgedeckt habe. Und Puma war noch ein Stück weiter. Der hat mir seine Karte letztens gezeigt und die ist wirklich aufgedeckt. Und Schule hat gesagt, er hat seine komplette Karte schon aufgedeckt. Hm. Ja. Ich habe auch noch nicht die ganze. Ich auch noch nicht. Bei mir fehlt noch hinten zu 90 und hoch zu 10 viel. Okay, da tamed die gerade einen T-Rex, da hat den Quetzalcoatl genannt, sein Speedhut, das ist natürlich ein sehr, sehr cooler Name für alle Final Fantasy Fans, ne? Ihr wisst, was Quetzalcoatl ist. Ich höre hier irgendwo einen Säbelzahntiger. Kommt vielleicht nicht nur in Final Fantasy vor, aber ich kenn's aus Final Fantasy 8. So, jetzt bin ich zwischen gelandet und hab den grünen Kristall, ist irgendwo. Ich flieg demnächst selbst. Oh, das tut mir leid, Schul, dass Odin auch drauf gegangen ist. Das war, glaube ich, die Aktion mit dem Alpha, oder? Genau. Ach, hat er versucht, einen Alpha. T-Rex, oder was? Ja. Oh, hier oben ist Stabletown-Tiger. Und den hat er nicht geschafft. Nee. Okay, da müssen wir mal was uns einlassen, wenn wir den mal platt machen wollen. Oh, fuck. Soll ich da was mitbringen, Puma? Ich weiß nicht, wo du bist. Hast du da aufs Mammut auf? Bei Mammut direkt. Fandi, ne? Bestimmt. Die sind oberhalb von Mammut. Mammut auf? Ich passe aufs Mammut auf, ja. Ich komme nicht hoch. Ja, toll, das ist aber nur eine Idee. Komm mal zur Hütte, zum Lager. Ja. Ich fand, da gab es halt, wie gesagt, unten noch einen zweiten Wasserfall. Ich versuche gerade zu drehen. Ich sehe. Also ich fand den auch ganz schön, also muss ich halten. Das war halt das, wo ich das Lager eigentlich zuerst bauen wollte. Den habe ich gesucht, ich habe den aber nicht gefunden. Und wo ich bei unserem war, dachte ich, das wäre da. Und dann, jetzt wo ich vorbeigeflogen bin, dachte ich, Mist, das war eigentlich da. Eine. Weil du halt viel mehr Platz hast. Aber, naja, jetzt bleiben wir da. Oh. Haledin, bist du so lieb und bringst gleich aus dem Schrank noch ein paar Sachen mit? Okay. Mhm. Ohne Scheiß. Nicht? Ah.